whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute habe ich eine Premiere. Heute verkoste ich mit Ihnen zum ersten Mal einen unabhängig abgefüllten Single Malt hier im Videotasting, und zwar den Macallan vom unabhängigen Abfüller Gordon MacPhail. Gordon und MacPhail ist ein Unternehmen, das Fässer von verschiedenen Brennereien füllen lässt und dann in den eigenen Lagerhäusern im schottischen Elgin reifen lässt, solange bis man selber meint, dass dieser Single Malt Whisky nun reif genug ist. Die Palette reicht von relativ jungen Single Malts, dieser Single Malt der Brennerei Macallan ist nun 9 Jahre alt, bis hinauf zum 70-jährigen Mortlach, dem momentan ältesten abgefüllten Single Malt Whisky Schottlands. Gordon & MacPhails ist eine Institution für sich. Riesige Tradition. Man feierte vor Jahren schon das 125-jährige Jubiläum. Und Gordon MacPhails ist eine der ganz wenigen Brennereien, die Brennereien unabhängigen Abfüller, die hervorragende Connections oder Verbindungen zu den Brennereien haben und damit auch ihre Fässer noch befüllt bekommen. Viele Brennereien haben das Befüllen fremder Fässer, sogenannten Bulk Whisky, aufgehört, weil man seinen Single Malt oder seinen Malt Whisky für die eigenen Single Malt Whiskys dringend benötigt und man es sich nicht leisten kann oder möchte, diesen Single Malt Whisky nun an Blender oder gar unabhängige Abfüller, die damit ihr eigenes Geschäft betreiben, abzugeben. So auch Macallan, die erst im Jahr 2009, meine ich, war es, das zweite alte Brennhaus wieder angefahren haben, weil der Whisky weltweit, nicht zuletzt durch die hohe Nachfrage aus Asien und Südamerika, Chinesen und Brasilianer haben halt auch Whisky-Kenner, viele, viele Whisky-Kenner. So, und Macallan verbindet mit Gordon MacPhail eine sehr, sehr lange Tradition. Und zwar war früher Gordon MacPhail auch der Abfüller für Macallan, bevor man selber anfing abzufüllen. Und Gordon MacPhail besitzt sehr viele uralte Fässer, die sie an Macallan zurückverkauft haben, damit die wieder Originalabfüllungen davon aus den Jahren 1950, 51, 52 wieder auf den Markt bringen konnten. Und da es hier so eine schöne gegenseitige Befruchtung gibt, bekommt Gordon MacPhails weiterhin seine Fässer von der Brennerei Macallan und von anderen Brennereien befüllt. So, und nun wollen wir den Macallan Spey Malt, steht da oben drauf, das ist eine Serie von Gordon MacPhails, mal probieren. Er ist mit 43 Volumenprozenten abgefüllt. Im Jahr 2000 gebrannt, und steht da Vintage 2000. Und hier oben am Hals steht nun das Abfülldatum, Bottled 2009. Vielleicht können Sie das hier erkennen. Ich habe auch Videos gedreht vom Original Macallan aus dem Sherryfass in 10 Jahren. Das blende ich Ihnen hier mal ein. Und dann auch einen etwas älteren von Macallan mit 12 Jahren. Das blende ich Ihnen hier auch mal ein. Und da bin ich nun gespannt, wie dieser unabhängig abgefüllte Single Malt mit dem Original Macallan sich vergleicht. So, hier oben ist es ein bisschen schwierig zu öffnen, aber ich habe bislang noch jede Flasche aufbekommen. So auch mit dieser. Was erwarte ich von diesem Single Malt? Ich erwarte einen kräftigen Macallan, der mit seinen kleinen Brennblasen sehr intensiven Malt herstellt, und einen Sherryfass gereiften Macallan, der schon deutliche Würze und Eiche in den Single Malt hineinbringt. Nun wollen wir mal zuerst riechen. Ja, und das ist starker Sherry, das ist Macallan. In der Nase ist eine leichte
Trockenheit zu spüren, so ein bisschen Zitrusfrucht ähnlich, vielleicht Orangen. Und der Sherryfass mit seiner Würze kommt auch schon. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem unabhängig abgefüllten Single Malt und einem Original Macallan? Nun, beim Original Macallan wird innerhalb der Brennerei immer eine Mischung aus 50 Fässern erzeugt. Das bedeutet immer noch, dass das ein Single Malt ist, weil alle diese Fässer aus der Brennerei Macallan stammen. Aber man mischt halt 50 Fässer, damit sich eine Harmonisierung des Geschmacks ergibt. Bei Gordon MacPhail als unabhängigen Abfüller erfolgt zwar auch eine Mischung, meistens so zwischen 6 und 8 Fässern, aber diese Fässer führen nun zu einer individuelleren Ausprägung des Macallans. Die Nivellierung auf den gemeinsamen Geschmack findet nicht so statt, sondern hier hat man einen individuelleren Geschmack. Und so gab es einen 1999er Macallan, der fiel farblich ein bisschen dunkler aus. Ich hatte leider keine Zeit, den zu probieren. Der hatte sicherlich noch einen höheren Sherryfass-Einfluss. Und hier dürften nun so die Hälfte, vielleicht First Fill und die andere Hälfte Second Fill und Third Fill Sherryfässer mit dabei gewesen sein. Das Aroma ist auf jeden Fall ganz typisch Macallan. Der relativ kräftige Brennereicharakter, der starke Sherry, die deutliche Würzigkeit der europäischen Eiche. Volles Aroma, voller Antritt, starke Gewürze und die 43% des Alkohols binden sich gut ein. So wie dieser Alkohol die Würze nachlässt, kommt die Vanille hoch und jetzt folgt eine süße Karamellnote hinterher, die der Original Macallan so bei mir nicht hinterlassen hat. Da lag der Sherry fast deutlich drüber und der Original Macallan fällt ja auch ein gutes Stück dunkler aus, hat also weitaus mehr Sherry-Charakter, der über den Brennerei-Charakter deutlich hinwegdrückt. Der Abgang ist lang, die Würzigkeit hält sich. Und Macallan ist für seine Oloroso-Sherry-Fässer berühmt. Und mich würde es nicht wundern, wenn dies auch diese Oloroso-Sherry-Fässer wären. Und jetzt weniger Pedro Jiménez, die sehr, sehr süß wären, hier nicht ihr Aroma abgegeben haben. Dafür ist er leicht trocken. Und das spielt mit dem Pedro Jiménez nicht zusammen. Nee, ein toller Single Malt. Oft ist bei den unabhängigen Abfüllungen Einzelfass Abfüllung und Fassstärke angesagt. Nicht so bei diesem Spey Malt von Macallan. Das ist ein Whisky mit vergleichsweise hoher Auflage. Ein Whisky, der sich jetzt nicht an den totalen Spezialistengenießer richtet, sondern an jemanden, der einen süffigen Malt möchte, der sehr unkompliziert zu genießen ist, der nicht mit Wasser aus der Fassstärke heraus verdünnt werden muss. Nein, das ist ein Whisky, der sich an den unkomplizierten Genießer, der etwas mehr von seinem, etwas Individuelleres von seinem Macallan erwartet, als die Standardabfüllung. Gar nicht mal so teuer, vergleichbar mit den normalen Macallans mit 12 Jahren. Und die Jugend, die 9 Jahre Abfüllalter, schaden diesem Single Malt in keinster Weise. Ein toller Single Malt. Ich freue mich, wenn Sie sich bei meinen nächsten Verkostungen hier wieder reinklicken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.